Felgengrütze, dieser verdammte Roboter. Roboter? Ja, ein großer Roboter hat allen die Sonnencreme geklaut. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von SpongeBob Schwammkopf. Hier auf Katze. Weiter geht es in der Innenstadt von Bikini Bottom. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben schon ziemlich viel hier entdeckt und erlebt. Also es wird auch bald Zeit, mal wieder das Level zu verlassen und eine neue Welt zu erkunden. So, auf dem ersten Blick bin ich mir gerade unsicher, wo wir jetzt hier weitere Pfannenwender finden können. Deswegen würde ich jetzt spontan sagen, lasst uns vielleicht doch gleich aufbrechen, oder? Gleich aufbrechen und eine neue Welt erkunden. Jetzt muss ich nur noch zurück zu Mrs. Puff, denn dort geht es ja dann wieder zurück mit dem Taxi. Sie wird nicht sonderlich begeistert sein. Achtung, Eichhörnchen im Anflug! Ja, Eichhörnchen im Anflug. Denn wir haben ja nicht alle Steuerräder gefunden. Naja, meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch SpongeBob gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr auch keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Hallo! Na, wenn das mal nicht Sandy Cheeks ist. Hallöchen, Mrs. Puff! Mrs. Puff, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir müssen jetzt leider weiter. Einmal mit dem Taxi zurück nach Bikini Bottom. Also etwas außerhalb, da wo wir leben. Zumindest SpongeBob, Thaddäus und Patrick. Müssen wir... Da hinten ist doch auch noch ein Taxi! Wow! Was ist denn jetzt los? Ach so, ich darf da gar nicht hin. Okay, sehr komisch gemacht vom Spiel. Hätte man auch eine Abgrenzung hinbauen können. Naja, egal, suchen wir weiter. Hey, SpongeBob, ich bin hier, um dir eine helfende Blasenhand zu leihen. Kumpel Blase. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasenmoves lernen, wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen. Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Ach ja, tut mir leid. Ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Wo waren wir gerade? Es ging um neue Blasenmoves. Richtig. Drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Probier es mal. Okay, Kumpel Blase, ich danke dir fürs Beibringen dieser neuen Fähigkeit. Wow, das sieht gut aus. Geschenke öffnen ist klasse. Ja, Geschenke öffnen, das ist klasse, das stimmt, SpongeBob. Aber viel eher bin ich begeistert von dieser neuen tollen Fähigkeit. Ich glaube, die wird super wichtig sein in den kommenden Welten. Und da geht es jetzt für uns weiter. Los geht's, rufen wir das Taxi. Uhi. Ah, die Gulagune. Ein sonniger Strand aus Schlamm am Meeresgrund. Aber hier im Paradies ist nicht alles gut. Ach, ich muss sagen, die Gulagune sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das ist Strandurlaub pur, oder? Funkeln. Man nennt mich auch Schwamminator. Schwamminator, genau, SpongeBob. Mit dem Blasenschlag kannst du Objekte bewegen. Stell dich unter die Plattform und drücke X, um die Plattform umzudrehen. Okay, das testen wir gleich mal aus. Hier ist ein X und... Wow, das ist einfach auf die andere Seite geklappt. Okay, ich muss schon sagen, diese Fähigkeit ist nicht nur gut, um irgendwelche Tikis zu zerstören, sondern auch, um Plattformen umzudrehen. Na hoppala, was ist denn jetzt los? Oh, ich glaube, da kommt ein Roboter angeflogen. Lieber Fischfreund, sei bitte vorsichtig. Ist das ein Wetterroboter? Ja, tatsächlich. Eine Regenwolke, eine Gewitterwolke. Wow! Da wurde unser kleiner Freund leider gebrutzelt. Das tut mir wahnsinnig leid, mein Fischi. Dieser Roboter heißt Monsun. Pass auf seinen Blitzangriff auf. Okay, ein Monsun-Gegner. Vorsicht. Aber die sind nicht sonderlich stark. Also zumindest halten sie nicht so viel aus. Da finde ich die Senf-Gegner, also diese Creme-Soßen-Gegner schon ein bisschen stärker. Und hey, da vorne steht Larry. Was der uns wohl zu erzählen hat. Guck mal, theoretisch könnte ich jetzt hier oben weiter. Na egal, wir gehen nochmal runter. Du bist schon etwas rot. Algengrütze, dieser verdammte Roboter. Roboter? Ja, ein großer Roboter hat allen die Sonnencreme geklaut.
Oh nein, jetzt bekommen alle einen Sonnenbrand und dann pellt sich ihre Haut. Genau, ohne Sonnencreme kann man keinen Tag am Strand verbringen. Die Sonne ist viel zu heiß. Der Roboter ist draußen auf der Insel. Da kommt keiner hin. SpongeBob, vielleicht kannst du diese Sonnenreflektoren benutzen, um das Sonnenlicht auf den Roboter zu lenken. Wenn du einen der Schalter an den Strandwärterhäuschen triffst, dreht sich der Reflektor. Verbindest du alle Häuschen, dann strahlt das Licht geradewegs zum großen Reflektor auf der Insel. Dann musst du nur noch zur Insel schwimmen und den großen Reflektor auf den Roboter ausrichten. Ich bleib hier und passe auf die Strandmiezen auf. Aber ich kann nicht schwimmen. SpongeBob, du kannst zwar nicht schwimmen, aber wir finden schon einen Weg. Ja, Larry sagte am Anfang, oder fragte SpongeBob am Anfang, ob er irgendwie verbrannt aussieht. Und das habe ich leider zu schnell weggeklickt, entschuldigt bitte. Aber wie es aussieht, haben wir jetzt eine wichtige Aufgabe erhalten. Und Larry muss auf die Strandmiezen aufpassen, also auf die Frauen, die hier auch am Strand sind und sich bräunen. Naja, das muss wohl ein richtiger Macho sein, ein richtiger Casanova, der Larry. Gut, dann schauen wir doch mal, wie wir diese Schalter so aktivieren, dass wir irgendwie diesen Roboter besiegen können. Achtung, hui, einmal auf dem Bauch gelandet von dem Urlauber. Ich glaube, das hat ihn nicht sonderlich gestört und er hat bestimmt auch nichts bemerkt. Okay. Okay, das führt ins Wasser. Ist das so richtig? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Hier ist noch ein Schalter. Mal sehen, was dieser macht. Und... ah, der lenkt das um. Und ich glaube, das ist dann so richtig. Das darf nicht ins Wasser zeigen. Vielleicht ist das nochmal ein Hinweis darauf, wie das genau hier mit dieser Aufgabe funktioniert. Okay, ich würde sagen, wir testen das einfach mal und probieren uns aus. Man kann ja nicht viel falsch machen. Wenn man den Schalter falsch betätigt hat, drückt man einfach den anderen und schon wird der Fehler korrigiert. Also, probieren geht über studieren. Oder studieren über probieren? Naja, ihr wisst schon. Vorsicht. Eieiei. Nicht, dass uns der Roboter da noch haut mit seinem Schinken, mit seinem Schinkenhammer. Das würde ich jetzt ungern wollen. Wir aktivieren das hier nochmal. So, da wird wieder der Lichtstrahl anders umgelenkt, eben anders reflektiert durch diese Spiegeleinheiten. Und dann haben wir hier auch noch was. Checkpoint. Was ist das hier? Achtung. Wieder ins Wasser. Toll, falsch umgelenkt. Kein Problem, dann eben mit diesem Schalter hier. Und... ja. Komme ich jetzt schon irgendwie auf die andere Seite? Also das sieht im ersten Schritt schon mal ganz gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ob uns das jetzt schon weiterhilft, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Was haben wir denn hier Schönes? Oder komme ich nur zu der Unterhose? Ist also gar nicht so relevant. Und... ja, das grüne Funkelstück, das grüne Funkelobjekt ist jetzt auch nicht so wertvoll, weswegen sich... hä? Was ist denn jetzt los? Da war eine Pfütze! Oh, ist das fies! Die habe ich gar nicht gesehen. Und nur weil ich einmal kurz reingesprungen bin, bin ich schon K.O.? Okay, also ich muss schon sagen, das Spiel hat so seine fiesen Seiten. Muss man ganz ehrlich so mal sagen. Kann man nicht anders formulieren. Gut, Checkpoint, auf ein neues. Ich hoffe mal nicht, dass ich die Dinger neu aktivieren muss. Aber das hier habe ich noch nicht aktiviert, oder? Moment, kurz korrigieren. Nur für den Fall der Fälle. Und jetzt... ah, ach so, hä? Wir haben den Schalter noch nicht ganz aktiviert. Aber ich glaube, das war ganz gut, dass wir hier trotzdem mal vorbeigekommen sind. Oh nein, die Ballons der Kinder sind zu voll gemacht worden. Sie tragen die Kinder davon. Ich weiß nicht, Mrs. Puff. Ich finde, es sieht aus, als hätten sie Spaß. Ja, zu viel Spaß, wenn du mich fragst. Du kannst die Kinder retten, indem du die Ballons durch Blasenschläge platzen lässt. Zerstöre alle Ballons mit Blasenschlägen, dann gebe ich dir eine Belohnung. Wird erledigt, Mrs. Puff. Ach, Herr Jemine, die Kinder sind da oben unterwegs. Okay, dann haue ich sie einfach mit meinem Blasensprung wieder runter.
Ich hoffe, das gelingt mir. Ich meine, wir dürfen jetzt auch nicht viel zu sehr trödeln und einfach Aufgaben überspringen, was ich hier und da vielleicht mal gemacht habe. Da wir ja gesehen haben, dass gewisse Level erst dann erreichbar sind, wenn ich eine gewisse Anzahl an goldenen Pfannenwändern gesammelt habe. Das wiederum bedeutet, dass ich einigen Aufgaben auf jeden Fall nachgehen sollte. Wie zum Beispiel, dass wir die Kinder retten. Oh, nicht treffen. Gibt's hier auch noch ein Kind? Ja, irgendein Kind schwebt hier noch durch die Lüfte. So, das seht ihr an dem Kreuz, an dem X auf dem Boden. Da oben. Den hab ich verstanden. Stopp, nein, ich bin runtergefallen. Hey, du hast mich aus dem Level gehauen, mein kleiner Schinkenfreund. Wie kriege ich den da runter? Vor allem fliegt er ja hier durchs Feld, querbeet. Eieieiei. SpongeBob, was können wir sagen? Du hast es durchaus schwer. Du hast es hier nicht einfach. Aber wir sind trotzdem auch guter Dinge, dass du das meistern wirst. SpongeBob ist unser Superschwamm. Saugstark und für jeden Schmutz zu haben. Ja, ehrlich. Ich meine, dafür sind doch Schwämme da, oder? Fast jeder hat doch einen Schwamm in der Küche. Schmutzablagerungen nach dem Essen schön zu entfernen. Autsch! Diese Roboter erscheinen ständig. Ich glaube, ich werde die nicht so schnell los. Ich muss versuchen, die Kinder mit ihren Ballons hier irgendwie runter zu kriegen, ohne dass mich diese ganzen Roboter immer erwischen. Aber wenn der da so wild durch die Gegend fliegt, habe ich es ehrlich gesagt nicht unbedingt einfach. Also, dranbleiben lohnt sich. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze zu vereinfachen? Ich denke eher nicht. Aber gut, wir geben nicht auf und werden die Fischkinder da schon irgendwie von ihren Ballons herunterholen. Da bin ich mir ziemlich sicher. SpongeBob, mach dich bereit. Wir kriegen dieses Kind da drüben schon irgendwie. Hey, Huhu, komm mal rüber. Wir bringen dich zurück zu der Lehrerin, Mrs. Puff. Also, irgendwie muss mir das doch gelingen, oder? Moment, wir gehen nochmal hier rüber. Und da kommt er vorbeigeflogen, da kommt er vorbeigeflogen. Moment, ich hab ihn doch Regen, gleich. Regen, gehe fort. Nein, jetzt sinkt das auch noch. Warum sinkt das denn? Ich dachte, das springt wieder nach oben. Oh, Teppichtörtchen, warum klappt das denn nicht? Okay, SpongeBob, geduldig sein. Los geht's. Nummer 1 bei der Schnitzeljagd von Bikini-Bottom. Ja, Nummer 1 bei der Schnitzeljagd. Vielen Dank. Und jetzt haben wir es sogar geschafft. Checkpoint! Oh, hier geht das Level weiter, glaube ich. Soll ich nochmal zurück? Eigentlich müsste ich mit Mrs. Puff reden, oder? Mrs. Puff! Wir haben alle Kinder zurückgebracht. Oh, Achtung! Oh nee, da ist wieder Wasser, so mitten im Nichts. Ich bin bereit! Ja, SpongeBob, du bist auf jeden Fall bereit. Das wissen wir und das ist auch gut so. Achtung, hier ist Wasser. Das dürfen wir ja warum auch immer nicht berühren. Hallo, Mrs. Puff. Du kannst die Kinder retten, indem du die... Ja, aber wir haben doch die Kinder schon gerettet. Nee, da gibt's noch mehr Kinder. Die habe ich jetzt gerade aus der Ferne in der Luft gesehen. Oh Mann, ich habe nicht drauf geachtet. Na gut, dann schnappen wir uns die anderen noch. Und dann kriegen wir zur Belohnung, und das ist klar ersichtlich, von Mrs. Puff einen goldenen Pfannenwender. Patrick, komm, mit dir haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Du bist jetzt am Zug. Mal sehen, wie das klappt. Moment, kann ich mit Patrick überhaupt die ganzen Kinder da runterhauen? Also die Ballons zerstören, damit sie runterkommen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich muss es aber probieren. Nee, das klappt ja gar nicht. Schaut mal. Als hätte das gar keinen Effekt. Obwohl ich mit dem dicken Schwabbelbauch von Patrick angreife. Okay, in dem Fall müssen wir nochmal zurück und SpongeBob holen. Denn sonst hat das ja überhaupt keinen Sinn und Zweck. Kein Problem. Noch einmal kommt der Bus. Zack, SpongeBob ist wieder zur Stelle. Und dann können wir das Ganze erneut versuchen. Ganz langsam. Nur nichts überstürzen. Und wir sind schon drüben. So, Achtung. Boink. Hallo, mein Freund. Komm mal hier rüber. Das ist echt gefährlich, was du da machst. Und zack, erwischt. Ah, links unten steht das auch. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. 4 von 5. Das heißt, das nächste Kind, das wir gleich retten, ist auf jeden Fall auch das letzte. Und
Das führt uns sogar zurück an den Strand, wo Mrs. Puff auf uns wartet. Alle Kinder gerettet. Wir kommen, Mrs. Puff! Wir sind unterwegs. Wir sind gleich bei Ihnen und freuen uns auf den goldenen Pfannenwender. Mein Held, du hast die Kinder gerettet. Hier ist ein goldener Pfannenwender als Belohnung. Ja, hey, das haben wir gerne gemacht. Vielen lieben Dank. Ach, SpongeBob, du bist einfach der Beste. So, gut. Jetzt, wo wir alle gerettet haben, können wir unser Abenteuer da hinten fortsetzen. Da ging es ja auch weiter, als ich vorhin sogar zu Patrick getauscht habe. Dazu müssen wir nochmal hier einmal um das Strandhaus herumlaufen. Und dann kann es auch schon weitergehen. Ich bin gespannt, was die nächste Herausforderung sein wird. Aus der Ferne kann ich schon eine große Sandburg sehen mit zwei kleinen roten Fähnchen. Ich glaube, der nächste Punkt, den wir erreichen sollten. Achtung, wir müssen jetzt warten, bis der Kollege nochmal zurückkommt, denn wir müssen auf seinen Bauch springen. Hey, Fischkumpel, komm mal hier rüber. Wobei, ich brauch dich gar nicht, oder? Geht das auch mit dem Ring? Ja, das ging. Gibt es hier Drachen? Warum auch immer es plötzlich Drachen gibt? Aber gut, das gehört eben dazu, zu einem Strandurlaub. Und da ist eine Bushaltestelle. Brauche ich Patrick? Oder kann ich mit SpongeBob weiterspielen? Hey, da ist Kumpelblase. SpongeBob, ich habe gehört, dass du goldene Pfannenwender sammelst. Ja, Kumpelblase, das stimmt. Hast du einen gesehen? Ja, habe ich. Wir hatten einen Sandburgenwettbewerb abgehalten. Und jemand hat einen goldenen Pfannenwender als Spitze obendrauf gesteckt. Wenn ich ein Schloss hätte, würde ich es Schloss Bürgerstein nennen. Und jeden Montag gäbe es Sonderangebote. Der goldene Pfannenwender? Oh, an der Spitze der Sandburg, genau. Da müsste ich leicht hinkommen. Vielleicht solltest du es dir selbst mal ansehen. Kumpelblase, vielen lieben Dank für den Hinweis. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall tun. Dazu muss ich erstmal hier durch. Kaboom! Klasse! Ja, das war echt gut. Ein paar neue Blumen bekommen. Und, oh, was muss ich hier jetzt tun? Wasser steigt. Wasser steigt? Okay. Ich sehe schon, das Wasser steigt und ich muss schnell von A nach B. Ich weiß gar nicht, wohin. Oh nein, das Wasser! Nein! Oh nein. Das war jetzt eine echt knappe Kiste. Ist mir leider nicht ganz gelungen. Na gut, nochmal. Also, auf ins Gefecht. Wir wissen ja, was zu tun ist. Kaboom! Oh, habe ich mich trotzdem treffen lassen? Ich dachte, ich stand weit genug weg. Okay, wir wissen also, dass das Wasser jetzt hier an dieser Stelle steigt. Für mich bedeutet das, ich renne einfach ein bisschen schneller und überspringe die gefährlichen Passagen. Wisst ihr was? Dadurch, dass der auch nach oben schwingt... Warte, wow, das kippt ja weg! War das, glaube ich, ganz gut, dass ich da weitergesprungen bin. Oh, ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Wir müssen darüber. Und da ist sogar eine Eisfrucht. Tja, leider haben wir Patrick nicht am Start. Wir haben leider vorher nicht gewechselt, nachdem ich die Kinder zurück zu Mrs. Puff gebracht habe. Vorsicht. Oh, nee. Stopp. So schnell weg, bevor der Drache da wieder Feuer speit. Und wir sind auf der anderen Seite. Alles gut, alles gesichert. Checkpoint. Wie deine Maschine besiegt und... Hä? Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Wie geht es jetzt hier weiter? Das ist doch der Checkpoint. Darunter? Nee, das macht auch keinen Sinn. Ich muss auf die Hängebrücke. Ah, müssen wir hier weiterlaufen? Auf der Mauer sozusagen unserer schönen Sandburg. Dann machen wir das mal und... Oh! Sind weiterhin vorsichtig. Böse Kanone mit, wow, Wasserbällen. Schnell kaputt machen, damit sie die Wasserbälle nicht auf uns schießt und wir dadurch runtergeschubst werden. Das wäre weniger gut. SpongeBob, klasse Aktion. Du machst das wirklich fabelhaft. Okay. Viel mehr gibt es hier, glaube ich, erstmal nicht. Dann setzen wir unsere Reise da vorne fort. Und da oben noch einer mit dem Schirm. So, kaboom! Ein sehr, sehr schöner Treffer. Und jetzt hier, zack.
Diese Maschine braucht auch niemand mehr. Wir kommen gut voran. Da vorne, da ist der goldene Pfannenwender. Wir stehen kurz davor. Gleich werden wir ihn einsammeln und können uns mächtig darüber freuen. Da ist er auch schon. Geschafft! SpongeBob, du hast das echt fabelhaft gelöst. Da kannst du dir wirklich stolz auf die Schulter klopfen. Und auch vorsichtig laufen. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Na dann, bleibt wie gewohnt katztastisch!